Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Bowling-Video. So schnell schon. Ich bin jetzt wieder hier im Vegas Bowling. Und ich mache heute mal einen interessanten Test. Ich teste heute mal meinen Abyss gegen den High Road Gold. Das sind ja zwei Bälle, wie sie sich unterschiedlicher eigentlich nicht sein können. Der eine ist ein Solid, der andere ist ein Pearl, der eine ist ein asymmetrischer, der andere ist ein symmetrischer. Und damit der Vergleich ein bisschen fairer ist, habe ich den High Road Gold auch matt gemacht. Ich habe im Prinzip ein relativ benutztes 2000er Avalon Pad genommen, das nass gemacht und beide Bälle damit bearbeitet. Das heißt, sie werden jetzt wahrscheinlich so 3000 Grit haben oder so, vielleicht ein bisschen runter. Ja, ich habe mich warm gespielt, ich habe ein Aufwärmspiel mit dem Gold gemacht, damit habe ich 198 geschafft und mit dem Abyss 168. Der Abyss gräbt doch noch ein ganz bisschen mehr, aber wo ich jetzt schon mal positiv überrascht bin, was ihr gleich auch sehen werdet, der High Road Gold ist im Gegensatz zum Phase 3 nicht direkt tot, wenn man dem mal ein bisschen matte Oberfläche gibt und den spielt. Wenn ich dem Phase 3 eine matte Oberfläche gebe, und damit meine ich 2000, 3000, dann macht er deutlich weniger, fast gar nichts mehr. Und der High Road Gold, der gräbt einfach munter weiter und läuft und läuft und läuft. Bin ich schon mal sehr positiv überrascht. Gut, also ich fange jetzt mit dem Abyss an. Zwei Spiele jeweils mit jedem Ball. Und da der Abyss ein 15er ist und ich heute schon arbeiten war, Frühschicht, bin ich natürlich schon ein bisschen müde und deswegen fange ich mit dem schweren Ball an. Und die letzten beiden Spiele kommen dann mit dem High Road. Beide matt, halbwegs. Und beide auf einer relativ öligen Bahn. Wobei hier, glaube ich, die Bahnpflege schon einen Tacken her ist. Es ist nicht ganz so schlimm wie das letzte Mal, als ich hier war. Schauen wir mal, mit welchem Ball ich die höheren Ergebnisse werfe. Ich kann es mir im Prinzip schon denken mit dem High Road. Weil der nicht ganz so stark ist. Los geht's. Ja, fürs erste Spiel, also fürs erste aufgenommene Spiel mit dem Abyss gar nicht schlecht, was? 241. Da im fünften Frame habe ich einmal Müll gebaut. Da habe ich einen Scheiß abgegeben, dann ist er mir durchgerutscht, dann ist er nicht wiedergekommen. Und jetzt im letzten Wurf, den ich gesehen habe, kam er richtig hart, zu hart. Aber trotzdem, der Abyss ist einfach für dieses Haus gemacht worden, habe ich so manchmal das Gefühl. Der läuft hier einfach so gut. So, 241 also. Da werde ich es schwierig haben mit dem High Road da irgendwie ranzukommen. Spiel Nummer 2. Thank you.
Tja, ich habe das Spiel leider nicht mehr retten können. Ihr habt ja gesehen, wie übel der manchmal abgebogen ist. Na, ich hatte dann so in der Hälfte gespielt, oder ich glaube nach dem dritten, vierten Frame hatte ich versucht noch mal weiter nach links und über, warte mal, welche Leiste ist das? Wie viel Leiste hat ein Bowling mal? Wollen wir mal 10 gehen? Ich kann es mir nie merken. 40, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall einen Punkt, oder den Arm über einen Punkt weiter links gezogen, also 5 Leisten weiter links rüber gespielt. Das Problem ist, dass er dann manchmal nicht mehr angekommen ist und mir komische Buckets stehen gelassen hat, die ich dann durch Räumfehler nicht mal mitgenommen habe. Naja, gut. Wenn man das zusammenrechnet, ist das immer noch über 200 mit dem Abyss. Gerade so. 204. Also 202 Schnitt mit Abyss. Genau. Gut, ich mache jetzt eine kurze Dampfpause. Erhole mich ein bisschen. Dann nehme ich den kleinen goldenen Matten hier, der ein Pfund weniger wiegt, was ich sehr schön finde. Das ist nicht mehr ganz anstrengend. Und dann schauen wir mal, was ich mit dem reiße. Ja, eins schön noch mal zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob ich mein Pulver jetzt so langsam schon verschossen habe. Ich schätze ja. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen mit dem Abyss das Öl von dieser Linie runtergespielt in 2 Spielen. 167, ein paar Splits. Manchmal hat das nicht mehr zurückgeschafft. Also man merkt, der Abyss ist definitiv noch ein bisschen heftiger. Wahrscheinlich auch wegen dem asymmetrischen Kern. Der hält einfach länger durch und gräbt heftiger. Was aber nicht heißt, dass der High Road Gold jetzt hier schlecht läuft. Echt nicht. Vor allem matt. Hätte ich nicht gedacht. So, letztes Spiel. Ja, das hätte noch so ein richtig schönes Spiel werden können, wenn ich nicht den Split, den 7-10er-Split, im 8. Frame gehabt hätte. Habe ich mich nochmal ordentlich gesteigert zum letzten Spiel. Habe mich ein bisschen weiter rausgetraut zu spielen, ein bisschen mehr Seitwärtsrotation und dann kommt er auch stärker wieder. Das ist nämlich das Schöne bei diesem Ball, der reagiert da sehr schön drauf. Wenn du dem mehr Seitwärts mitgibst, kommt er auch viel stärker wieder.
Ja, die 200 Schnitt, seht ihr, habe ich leider nicht geschafft heute. Aber wir müssen mal überlegen, dass ich auch keinen Räumball mitnehme. Und ich drei sogar Spiele unter 170 dabei hatte. Also von daher ist das noch ein ganz guter Schnitt. Ja, ich bin echt wahnsinnig erstaunt, wie gut dieser Ball matt funktioniert. Dann gräbt er richtig durch. Also diese R2X-Schale ist schon ziemlich stark. Muss schon sagen. Wieder zurückzoomen. Also man hat gemerkt, der Abyss ist doch noch der King im Haus. Der King of the Deep Oil. Ja. Aber dafür, dass der Highroad nur ein symmetrischer Ball ist mit einem nicht mega krass starken Kern und die Schale jetzt auch nicht mega krass ist, hat er hier schon ordentlich Alarm gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, es ist lange nicht so ölig, wie als ich das letzte Mal hier war. Also es ist echt gut spielbar. Na, gut. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr wisst ja, mein Phase 3, der macht gar nichts, wenn man den matt macht. Dann rutscht er einfach durch. Ich weiß nicht warum. Mag der einfach nicht. Und ja, vielleicht vergleiche ich den Highroad ja irgendwann nochmal mit dem... Aber dann ist er wahrscheinlich wieder shiny. Vielleicht vergleiche ich den nochmal mit meinem Idle Pearl. Ich habe ja noch einen Idle Pearl. Der ist ja so ähnlich, würde ich sagen. Vielleicht vergleiche ich die beiden nochmal. Schön shiny. Ne? Für Ball, für Länge. Aber das würde ich wahrscheinlich dann wieder im Red Bull Bünde machen. Weil Shiny Bälle hier nicht besonders gut laufen. Es sei denn, es ist so trocken wie heute. Dann würden sie Shiny wahrscheinlich auch gut laufen. Gut, danke euch fürs Zusehen. Sonntag nehme ich das nächste Mal mit Leon auch schon. Auch wieder hier am Bahnhof. Temple Masterboard mit Leon. Part 15, glaube ich. Oder 14? 15, glaube ich. Ich weiß nicht natürlich, ob ich das schaffe, noch an dem Abend hochzuladen, weil das dauert immer ein bisschen. Aber ich werde es versuchen. Und sonst seht ihr das Montag. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.